Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Einem Let's Test, wo ich mich selber frage, ist das gut, es zu Let's Testen? Ich bin gespannt. Es ist nämlich ein Early Access Game. Und zwar von einem Spiel, was für den PC bekannt ist, Plague Inc. oder Plague Inc., wie auch immer, ist jetzt eine neue Form für den PC bereits. Zurzeit natürlich nur im, sagt mal schnell, oh, ist natürlich noch vieles hier zu, ist aber normal, im Early Access, und ich denke mal, wir wollen mal schauen, wie das ist. Ihr könnt ja mal dann in den Kommentaren eure eigene Meinung dazu abgeben, was ihr denn selber davon haltet. Wir fangen natürlich, weil hier alles andere natürlich noch zu ist, weil es gibt nämlich mehreres: Bakterie, Virus, Pilz, Neuraxwurm, Parasit, Necroavirus, Prion, Nanovirus, Biowaffe, Immune, Seuche, verstärkte Seuche, schätze ich mal, und unendliche Seuche. Aber leider haben wir ja nur die Bakterie. Also fangen wir mal an. Können wir irgendwelche Gene hinzufügen? Leider nein. Na gut. Fangen wir mal an. Gehen wir aber für den Anfang erstmal in einfach und nennen die Seuche. Wie nennen wir sie? Wie nennen wir sie? Wie nennen wir sie? Bruzzo. Ob das ein Wort einen Sinn ergibt, weiß ich selber nicht. Willkommen bei Pledging. Deine Wahl, Bakterie. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und sich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Ihr seht schon, worauf es ganz genau hinläuft. Startgebiet wählen. Wähle ein Ursprungsland deiner Seuche. Durch das Anklicken der jeweiligen Länder erhältst du mehr Informationen, wenn du deine Wahl getroffen hast. Klicke die Startblase zum Bestätigen an oder klicke stattdessen auf ein anderes Land. Ihr seht schon selber, worauf es genau hinausläuft, und wir machen jetzt einfach mal so einen Zufallsklick. So. Bruzzo befällt Ukraine. Bruzzo hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und an niedrige Temperaturen gewöhnt. Mit den S-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Wie gesagt, die Leute, die selber die App dafür haben, die wissen halt wirklich, worauf das hier genau hinausläuft, und deswegen, ich blicke aber noch nicht ganz so durch, was jetzt hier zu tun ist. Hier ist die Welt, hier dürfte ich, denke ich mal, die Weiterentwicklungssachen machen, wie Symptome und allem möglichen. Das ist gut, das machen wir dann auch, wenn es soweit ist. Wollen wir aber erstmal schauen, wir können es natürlich auch ein bisschen vorspulen, glaube ich. Weil teils ist es unterschiedlich. Tipp: Berühre DNS-Blasen für DNS-Punkte. Zerplatzt zufälliger Auftauchen orange DNS-Blasen, um zusätzliche DNS-Punkte zu erhalten, die du zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. Zurzeit haben wir gerade mal nur 7 Leute infiziert. Ich weiß, nein, doch nicht. Wir haben 7 Punkte, 16 Leute infiziert. Bruzzo beginnt sich auszubreiten. Bruzzo bereitet sich in Ukraine von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmen. Du kontrollierst die Seuche indirekt, indem du sie weiterentwickelst. Na, wollen wir doch mal gucken, was können wir denn machen? Die Übertragung, Symptome, was haben wir denn hier für die Symptome? Ich schätze mal, Husten, Chance auf durch Verbreitung von Erregern und die Umgebung, vor allem insbesondere dicht besiedelt. Nehmen wir mal das, machen, dass wir wenigstens etwas haben. Übelkeit, eine Schlafstörung hört sich gut an. Letalität, ja gut, auf dem Handy heißt das ja Tödlichkeit. Weil irgendwann läuft man wirklich darauf hinaus, dass man die Welt auslöscht. Hier, ich habe eine Errungenschaft. Bruzzo wurde erfolgreich weiterentwickelt. Du hast deine Krankheit mit DNS-Punkten weiterentwickelt. Weitere Operationen sind Aufrufoptionen, nicht Operationen, sind aufrufbar. Zerplatze Biografie. Mein Gott!
Biogefahrblasen und infiziere Menschen für weitere Punkte. Lieben gern. Es ist ein Tipp, was würdest du im echten Leben geschehen? Ist ein hyperrealistisches Modell der Welt. Plane deine Strategie und entwickle deine Krankheit, indem du in der... Wie gesagt, es ist recht gemein. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ein gemeines Spiel, was man teils wirklich an ganz komisch verstehen könnte. Aber, ich meine, es hat was. Ich weiß selber nicht, wie es natürlich jetzt auf dem Handy umgesetzt ist. Um mehr über ein Land zu erfahren, drücke den Namen des Landes am untersten Bildschirmrand und öffne das Ländermenü. Drücke das I oben links und noch mehr Informationen, um noch mehr Informationen zu erhalten. Ja, während sich infiziert Hunderte, was? Wir haben schon, yay, 284, hat Hunderte in Ukraine infiziert, was die Chance vergrößert, dass die Infizierten gut infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter, lieben gerne. Wir sollten natürlich darauf achten, dass die, dass wir auch gegen Arznei kämpfen. Erreger wird resistent gegenüber Antibiotika der Klasse 1 und 2, erhöhte Wirksamkeit in, ja. Weil irgendwann haben wir nämlich ein Problem, das wir hier haben. Und zwar Bereich der Welt und des Heilmittels. Und zwar wird irgendwann, dauert noch ein bisschen, irgendwann kommt es darauf, dass irgendein Land oder mehrere Länder auf die Idee kommen werden, ein Heilmittel zu entwickeln. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir da unter den 100% bleiben. Was sonst haben wir verloren. Komm mal her, so, damit wir, oh, wir haben eine Blase vergessen. Ich spule das jetzt deswegen etwas vor, damit wir auch ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht, wie lange wir aufnehmen, aber halt etwas leben. Hat Tausende in Ukraine infiziert, die Menschen erkranken immer schneller. Natürlich wird das jetzt nicht nur auf Ukraine auslaufen, das wird natürlich, seht ihr schon, in Polen anfangen. Polen wurde infiziert, deine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, zerplatze die rote Färbung, deren ist. Wie gesagt, das ist ein recht gemeines, böses Spiel, müsste ich mal so sagen. Aber das macht das Spiel eigentlich was aus. Ich meine, es klingt recht recht interessant, möchte ich mal sagen. Und deswegen, das wird ja alles später noch viel schlimmer aussehen. Was? Was war das hier gerade? Diese Nachrichten hier oben sind manchmal amüsant. Es läuft auch teils auf die aktuellste Zeit, wie man sieht. Und deswegen, zack. Yay. Feuert die Queen. Oh mein Gott. Ja, man merkt, es geht ganz schnell. Oh, schwere Überschwemmungen in Japan. RMS-Analyse warnt vor schweren Schäden an staatlichen Biotech-Industrie und Forschungseinrichtungen. Das klingt doch recht gut für uns, würde ich sagen. Wir haben auch schon 201 Tote. Ansteckender als Tuberkulose. Bruso hat mehr Menschen auf der Info. Guckt euch das doch mal hier an. Ich bin so viel, das ist so gemein, das ist so richtig neue Unscheinbarkeit. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Ukraine eine neue Krankheit namens Bruso. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo. Ja. Yeah. Dann komm mal her. Es dauert, ich weiß nicht, wie lange es jetzt irgendwann dauert, aber ich denke mal, umso mehr Länder daran. Und damit fängt es an. Ukraine trägt als erstes Land den Ärzten auf, nach einem Heilmittel für Bruso zu forschen. Das ist einer der Gründe, warum ich vorhin sagte, dass wir hier halt das machen müssen. Wir gehen aber mal auf die nächsten Symptome, namens Niesen. Haben wir noch? Wir haben noch Punkte. Wir fügen noch die Übelkeit mit dazu. Wie gesagt, es darf nicht auf 100% hier kommen. Wir haben wie viel Zeit? Es ist ein bisschen schwierig herauszufinden. Ich hoffe, das überarbeiten sie noch. Wie gesagt, das Ding ist dann noch eine Early Access.
Lungenentzündung so zum mutiert. Genau, das passiert zwischen euch auch. Ich füge zwar selber irgendwelche Symptome mit hinzu, möchte ich sagen, aber so nach und nach mutiert sich das Ding einfach selber. So zum Beispiel jetzt die Lungenentzündung, die ich vorhin noch im Blick hatte, aber erstmal rausgelassen habe. Entschuldige für das. Nein. Hier geht's. Eine neue Energiebericht bestätigt, dass mehrere Pionen gebaut werden müssen, um eine zukunftssichere Energieversorgung zu gewährleisten. Ja, ja. Deutschland hat bis jetzt nur ein paar Infizierte, sie leben aber noch alle. Okay. Ja. Was haben wir eigentlich hier? Ah, wir können ja an die Welt ranzoomen. Das ist gut. Okay. Ihr könnt ja, wie gesagt, selber mal dazu sagen, was ihr denn davon haltet. Es ist ein recht gemeines Spiel. Wie gesagt, das gibt es natürlich auch für Smartphone. Die Testversion selber hat es alle, gibt es als normale Testversion, kann man für 85 Cent zum Beispiel auch nochmal verlängern. Die Version hier für den PC hat, kostet, also es ist natürlich zurzeit in Early Access, wie es später kostet, ob der Preis immer noch gleich bleibt, weiß ich nicht. Die Early Access kostet zurzeit 13,99 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich dran denke, ist unten der Link in der Videobeschreibung. Entweder zur originalen Webseite oder auf Steam. Die Entscheidung um die Verschiebung der üblichen Spiele in London bleibt ein Rätsel. Laut Organisation sei es bald soweit. Bisher wurden keine Gründe genannt. Wir sind schon im 2015. Oh je. Ich meine, das Spiel hat einen gemeinen Humor, möchte ich zugeben. Das ist richtig. Man muss es auch nicht mögen. Das ist auch echt krank. Dann fangen wir mal langsam mal an. Nehmen wir mal Erbrechen. Ein Ausschlag. Mit Schwitzen. Fieber. Und gehen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Gehen wir nochmal. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Übertragung. Ich würde sagen Wasser. So. Und sie werden trotzdem fortgesetzt, trotz Buso. Super! Das heißt, London wird langsam auch immer mehr. Ach, die ersten Todesfälle in der Ukraine. Dabei haben wir hier schon über 2000 Leute. Ja. Ich spule das extra recht schnell vor für euch. Diese Errungenschaft hier unten ist geil. Oh, geil. Errichtet Unfallkliniken. Wow, wow, wow. Ja, verständlich. Ich glaube, wir stellen mal eine Stufe langsamer. Ach, da werden schon die ersten Bluttests durchgeführt. Schön. Aber ihr merkt selber, dass so nach und nach immer krasser hier wird. Nächstes Symptom, Hautläsionen. Was auch immer das ist, das könnt ihr mal nachschauen. Hautläsionen. Ein Zerfall, der verursacht große offene Wunden, die das entsteckt. Das ist gut. Übertragung. Natürlich noch über Blut und über Luft. Und das Wasser. Das wird zwar mir später Probleme kriegen. Ja, nehmen wir das auch noch. Ich meine, Übertragung, umso schneller die Übertragung, umso besser. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, bis zum Ende der ganzen Sache hier zu spielen, aber ich versuch's. Ich weiß nur halt nicht, wie lange der Part geht. Was ist? Oh fuck, ich habe ja überhaupt da nicht drauf geachtet. Ah. Schnell. Rein damit. Rein damit. Bitte noch gegen Bakterien, die auch noch daran arbeiten werden. So, jetzt müsste das. Schon springt es auf 72% runter.
22%, aber es steigt uns rapide schnell an. Aber fast die komplette Weltbevölkerung ist gut. Wir sind auf der Beobachtungsliste mit unserer... Nein! Das heißt, also Ukraine ist kaputt. Löschen Zerdeppan! Darf ich jetzt mal wieder hier dran? Danke. Bitte das hier noch rein. Wir müssen so vieles dafür tun, damit hier kaum irgendwas noch was macht. Man könnte zwar voll sagen, ich bin so richtig fies. Nein, 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 die Schlafstörung soll drin bleiben. Gut. 35%, fast die komplette Welt. Das ist perfekt. Weiter geht's. Was? Irgendwie? Na, oh, dann geht's ja. Mehrere Tote als die spanische Grippe. Ich kenne die spanische Grippe selber nicht. Da muss ich offiziell zugeben. Komm schon, die restlichen kriegen wir ja auch noch infiziert. Irgendwie. Boah, ich bin so gemein, wie ich das so hier sage. Tauben, die werden sowieso später ausgerottet. Lungen. Eine Paranoia. Eine Anämie. Fähigkeiten sind noch okay. Wandelnde Tote sind... Okay. Entschuldige, wenn ich ein bisschen darüber lache, aber es ist einfach nur amüsant, was hier gerade so passiert. Polen beginnt zu zerfallen. Das heißt, die Polen sind wohl die Ersten. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Ob ich glaube, das Glück ist, werden wir sehen, weil das Heilmittel ist auch schon zu 50% fertig. Und jetzt kriege ich keine DMS-Points mehr. Jetzt läuft es noch daraus hinaus. Sind die Tode schneller als das Heilmittel? Wissenschaftler haben Gene in Bruso eingebracht. Oh, ja, aber sowas schon. Mir gefällt das da unten nicht. Ich kriege ja selber keine Points mehr. Das ist mein ganz großes Problem. Wann wollen die denn damit fertig sein? In 166 Tagen. Aber eine Sache interessiert mich doch mal kurz. Es ist noch kein Land zugrunde gegangen. Es sind aber alle Länder infiziert. Das ist doch schon mal in Ordnung. Nur wir sind jetzt schon bei 75% gleich und zwar jetzt. Kann ich denn irgendetwas noch machen? Irgendwas. Nein. Na toll, das heißt, wir haben verloren. Naja, es ist ein Let's Test. Das ist in Ordnung. Zack. Oh je. Ja gut. Aber schreibt doch mal bitte in die Kommentare selber, was ihr von diesem Spiel selber halten könntet. Wie gemein ist das? Findet ihr es empfehlenswert? Also, Projektilwirkung, okay. Sprich, meint ihr, es hat was. Also, es gibt natürlich viele, die jetzt es bestimmt schon selber über das Handy gezockt haben. So wie ich. Ich finde es gerade schade, dass ich hier nichts weiterentwickeln kann. Ja, dann haben wir wohl verloren. Aber zerstören wir Flaschen, sonst noch was bringen noch einige hier um. Wir haben schon über die Hälfte der Leute gekillt. Okay. Wie lange dauert es noch? 59 Tage bis zur Fertigstellung. Ja, es sind schon mehrere Stunden. Also die Welt ist fast kaputt. Mich wundert es nur auch immer, dass noch kein Land zugrunde geht. Weil irgendwann fangen die Länder an. Ja, ich weiß, das musst du mir nicht sagen.
Problem ist natürlich, wenn das Heilmittel durch ist. Oh, Neuguinea ist in Anarchie verfallen. Oh, der US-Präsident ist gekrankt. Tja, Obama, auch du kannst nichts gegen Bruso. Zack. Stopp, können wir noch irgendwas schnell tun? Bitte, 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 irgendetwas. Nein. Eine Atomexplosion. Und jetzt fangen die Infizierten an, weniger zu werden, weil das nur fertiggestellt. Schade! Kann ich denn noch irgendwas tun? Irgendwas, was wir jetzt vielleicht nicht dagegen tun konnten. Wir haben echt wenig in der... Die Infektionität ist voll, schwierig gerade, naja. Okay, wird ausgerottet. Ich hab's versucht. Seuche ausgerottet, wurde ausgelöscht. Aber die Sache hat 845 Tage gedauert. War sehr komplex. Ja, okay. Während ihr jetzt hier das Bild nochmal seht, was hier alles passiert ist, würde ich mal sagen, schreibt doch wirklich mal in die Kommentare und gebt mal ein Like oder Nicht-Like dazu ab, was ihr selber denn davon haltet, wie, ob dieses Spiel irgendwie gut ist und oder schlecht. Und ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Let's Test. Wir sehen uns bei einem neuen Let's Test irgendwann wieder. Bis dahin und ciao.